Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Kollege Speicher hat einige kluge Sachen gesagt. Den Eiertanz von SPD und Linke, den will ich gar nicht weiter kommentieren, der war schon recht interessant, insbesondere was der Kollege Kurz gesagt hat, dass die kleinen Leute, dass es den Sozialdemokraten ja gar nicht um die kleinen Leute geht. Das fand ich durchaus interessant. Zum Punkt CO2-Bepreisung. Im Zusammenhang mit der Wasserstoffstrategie von Bund und Land muss ganz deutlich gesagt werden, wenn man die CO2-Vermeidungskosten durch Verwendung von Wasserstoff umlegt, müsste man die CO2-Steuern auf 250 bis 300 Euro bis 2030 erhöhen, um den Wasserstoff überhaupt rentabel zu machen. Das wäre also eine Verzehnfachung des heutigen Preises, ist aber heute noch Wunschdenken, denn derzeit liegen die CO2-Vermeidungskosten bei Wasserstoffnutzung noch weit über 500 Euro pro Tonne. Die Zahlen stammen nicht von mir, sondern vom PIK und sind Grundlage des Green Deal der EU, der ja beschlossen ist. Sie können die Saarländer also gerade jetzt im anstehenden Wahlkampf schon mal auf eine Verzehnfachung der CO2-Steuer in den nächsten 8 Jahren einstimmen. Was die CO2-Bepreisung unserer Industrie mittels ETS betrifft, so ist die Lage genauso dramatisch. Das haben die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses vor 2 Wochen in der Dillinger Hütte erfahren. Schätzungen zum Ende der 4. Handelsperiode gehen von einer jährlichen Belastung von 600 Millionen Euro für Saarstahl und Dillinger aus. Das würde unsere Stahlindustrie die Luft zum Atmen nehmen. Die AfD fordert daher die Abschaffung des ETS in seiner jetzigen Form. Die Forderung nach Abschaffung der EEG-Umlage klingt zwar schön, ist aber sinnlos. Warum? Sämtliche Verträge für alle EEG-Anlagen laufen 20 Jahre und auch die AfD richtet sich nach dem Prinzip, Verträge sind einzuhalten. Es spielt also im Prinzip keine Rolle, ob die garantierte Vergütung über eine EEG-Umlage gezahlt wird oder in Steuermitteln versteckt wird. Unter dem Strich bleiben die Kosten gleich und auch die kommenden Preissteigerungen werden dadurch nicht verhindert. Die Abschaffung des EEG als Ganzes hingegen, ich komme zum Ende, und insbesondere der Vorrangeinspeisung sind eine alte Forderung der AfD. Wenn sich EEG-Anlagen am Markt behaupten müssen, hat das zumindest mittelfristig eine spürbare Kostenentlastung zur Folge.